Liebe Freunde, ich möchte nur noch mal daran erinnern, wir haben schon Mitte Dezember 2023. In etwas mehr als 3 Wochen haben wir das Jahr 2024. Denken Sie an Ihre Heizung. Sie wollen mehr wissen? Jetzt kommt das Intro und dann geht's los. Ich habe Ihnen hier mal einen Artikel von Apollo News auf dem Bildschirm getan. Das Heizungsgesetz wird nun scharf gestellt. Und daran kommen Sie nicht vorbei. Wegducken nützt nichts. Sie sehen hier, bei Nicht-Einbau von Wärmepumpen drohen Bußgelder in Höhe von bis zu 50.000 Euro. 2024, oder das ist in 3 Wochen, wird Habecks Heizungsgesetz wirksam. Wie gesagt, es ist ab Januar wirksam und dann kommen Sie nicht mehr raus. Wenn Ihre Heizung also in Richtung auf 30 Jahre Alter geht oder einen irreparablen Schaden bekommt, dann müssen Sie was tun. Sie müssen ab nächsten Jahr bei den Heizungsanlagen zu mindestens 65% mit erneuerbaren Energien auskommen und das bedeutet Wärmepumpen. Und gut, wenn ich jetzt sage, bis 2045 sind gar keine fossilen Brennstoffe mehr erlaubt, das ist noch relativ weit weg. Aber das Ganze geht jetzt ab 1. Januar los. Und wenn Ihre Heizung, wie gesagt, nicht mehr funktioniert und nicht mehr repariert werden kann, wobei natürlich auch die Installationsfirmen immer weniger Ersatzteile vorhalten werden, die wollen natürlich auch lieber eine Wärmepumpe einbauen. Und wie gesagt, die Strafen, die Sie zu bezahlen haben, die sind empfindlich. Und wenn Sie sich jetzt die Gedanken stellen, wer soll das denn schon kontrollieren? Natürlich der Schornsteinfeger. Wenn der dann plötzlich sieht, dass Sie ab dem 1. Januar Ihre Heizungsanlage erneuert haben und haben nur eine Gastherme eingebaut, dann sieht es für Sie aber ganz, ganz schlecht aus. Wie gesagt, die Städte und Gemeinden werden da ganz empfindliche Strafen. Das sind zwar nur Ordnungswidrigkeiten, aber die werden Sie verhängen. Also wie gesagt, gnade Ihnen Gott, dass Ihre Heizungsanlage noch bis zu Ihrem 30. Lebensjahr, also der Heizungsanlage, weitermacht. Und wenn nicht, es sind ja nicht nur die Kosten für die Wärmepumpe. Ich habe vor 15 Jahren in einigen meiner kommerziellen Gebäude auch schon Wärmepumpen eingebaut. Die waren im Prinzip auch nicht besser, als wenn sie mit Gas oder Öl geheizt haben. Es war nicht günstiger und ein ganz großes Problem, das möchte ich aus meinen eigenen Erfahrungen darstellen, wenn Sie Luftwärmepumpen haben, also Wärmepumpen, die die Wärme aus der Luft ziehen, die sind erstens, wenn es kalt wird, ziemlich ineffizient, dann wird es recht teuer mit dem Heizen. Und ein ganz großer Punkt, das musste ich damals leider wirklich schmerzlich selber erleben, Vandalismus. So ein Ding steht draußen, es macht Lärm und das reizt natürlich jede Menge Leute, da vielleicht mal schnell einen Metallstab reinzustecken in das Lüfterrad und die ganze Technik dahinter. Und dann ist Ihre Wärmepumpe irreparabel hinüber, dann können Sie eine neue kaufen. Wie gesagt, es kommen jede Menge Probleme auf Sie zu und denken Sie nach, ob Sie vielleicht dieses Jahr noch irgendwas machen oder wenn Ihre Heizung schon ein bisschen älter ist, einen neuen Heizkessel kaufen oder jedenfalls die Teile, die in der Regel am ehesten kaputt gehen. Bereiten Sie sich vor. Der ganze Mist kommt. Na gut, vielleicht haben wir auch Glück, dass die Ampel dann spätestens 2025 weg ist und dann die neue Regierung das Gesetz wieder zurücknimmt. Erzählen Sie zwar jetzt CDU und Co., Sie werden es aber wahrscheinlich nicht machen. Also, denken Sie an 2024, denken Sie an Ihre Heizung und ducken Sie sich nicht weg. Okay.